Wenn ich Solos gegen Trios spiele, packe ich gerne Doppelpistolen ein. Denn zwei Knarren gegen drei Leute klingt rein rechnerisch schon mal besser als eine gegen drei. Meine Favoriten sind dabei die Caldwells, weil die in Sachen Damage, Handling und Feuerrate eine gute Mischung finden und außerdem mit Dumm-Dumm-Munition kommen. Aber ich höre immer wieder, nimm doch mal doppelte Matt. Da hast du ja zwei Mini-Shotguns drin. Und kannst Full Metal Jackets reinpacken und durch Sachen durchschießen. Na gut, treffen muss man halt auch noch dabei. Zwei Lematz kommen außerdem mit 18 Schuss. Da kann man schon mal daneben ballern. Alles gute Argumente, also probieren wir die doch mal aus. Als Hauptwaffe habe ich eine Wetterly Silencer dabei und höre auch schon eine Schießerei, bei der ich vielleicht unerkannt mitmischen kann. Unerhört quasi. Ich glaube, da habe ich jetzt was gehört. Schimpft er nicht ein Zombie oder Immo oder was? Naja, jetzt dann. Oh Gott, ich kam dann doch sehr nah. Habe ich jetzt gelootet? Okay. Ach, die kämpfen immer noch. Ja, cool. Die kämpfen immer noch, das ist ja schön. Scheiß Hunde da. Wenn ich jetzt schieße, kommen die halt. Okay, kämpfen wir jetzt mit Zombies. Huch, was war denn das? Okay, die Springfield ist immer noch ganz da hinten. Wo ist denn der? Oh, was ist denn? Ah. Und er liegt doch da unten irgendwo. Oh. Da ist einer und da ist einer. Shit. Upsi. Okay, wie gehört ihr jetzt alle zusammen? Nein! Oh. Die bekämpfen einander immer noch. Aber dann plötzlich haben sie dann doch regelmäßig nur Augen für mich.
Das ist alles sehr strange. Alte. Immer noch erstaunlich viel Munition für die Pistolen. Hä? Warum kann ich von der nichts mehr looten? Hä? Wo ist der Typ, den ich immer erschossen habe? Warum kann ich von der jetzt nichts looten? Das verstehe ich nicht. Und ich habe noch eine Springfield gehört. Ich setze mich aber jetzt hier ab. Aus dem einfachen Grund. Weil dieses Team da oben demnächst fertig ist und dann halt einfach zum Ausgang laufen wird. Und dann wäre ich gerne da. Ach, brauchst du nicht? Ja, die fighten da oben auch immer noch, ey. Ich versteh's gar nicht. Also im Zweifel steht dann halt gleich da auch nochmal einer auf. Von denen. Aber gut. Kann ich sie nochmal killen? Was hätte ins Auge gehen können? Nee, die stelle ich jetzt nicht auf. Sonst kriege ich nämlich gleich hier nur. Kriege ich gleich nur eine Sprengfalle zurück. Aber das ist ja Quatsch. Ich hätte ja in jedem Fall mindestens mal Geld von der looten können müssen. Das verstehe ich gar nicht. Das muss jetzt ein Bug gewesen sein. Also wenn ich nicht looten darf. Hä? First Aid Kit, okay. Das wird der Mondbär. Jetzt muss ich halt nur zuschauen, dass ich mich hier schnell genug vor den Ausgang setze. Jetzt ist es auch nicht schlimm, dass ich keinen Schalldämpfer mehr habe. Denn die können mich ja wahrscheinlich eh gleich sehen. Also nicht wahrscheinlich. Können sie. Sieht aber so aus, als seien sie auch. Doch. Sind unterwegs. Ah, scheiße. Jetzt laufe ich hier gleich am. An den Viechern vorbei. Lässt sich nicht verhindern. Muss halt Gas geben. Brücke verpasst. Shit. So, da drüben müsste ich es eigentlich irgendwo sehen. Das galt wohl mir. So, erstmal wieder zu Kräften kommen. Ja. Die rennen da parallel. Ich renne hier. Aber hier wird der Winkel besser. Ja. Oh, der läuft immer noch. Ah. Jetzt sehe ich nicht mehr. Ah. Man wird meinen, beim zweiten Treffer hätte ich verstanden, wie ich vorhalten muss.
hat man sich aber auch vertun. So, die laufen weiter. Ich auch. Ja, zu früh. Da sind Hunde. Die sollen die erstmal selber anlocken. Okay, die bleiben jetzt da hinten. Komme ich an den Hunden noch vorbei? Ja. Ja, wenn die richtig nah genug rangehen, dann müssen die Hunde eigentlich anschlagen. Das waren sie wohl beide. Ach so, ist ja Trios. Stehen wieder. Ja, den wenigstens noch mitgekillt. War ich zu langsam? Zu spät dran gedacht, dass es ein Trio ist. Shit. Ja, es sind halt drei. Die sehen auch alle gleich aus. Schade. Hinten hat jetzt ein Trio das Match für sich entschieden. Und da ist auch noch meine Vetterli. Ja, ein wildes Durcheinander. Aber gut, Runde. Die Lemats waren jetzt auch nicht schlecht, aber die Caldwells liegen mir doch mehr. Und den PvP-Nutzen von Blutungen gegenüber Durchschlag finde ich höher. Also jetzt wieder Dual Caldwells mit Dum-Dum. Aber trotzdem mal wieder was ich länger nicht gespielt habe. Mosin Sniper. Snipen habe ich mir so ein bisschen abgewöhnt, weil ich mittlerweile doch aggressiver spiele als noch vor einem Jahr oder so. Und als Sniper gegen Trios ist man halt oft zu Passivität verdammt, weil man sich schlecht wehren kann, wenn so ein Team plötzlich pusht. Aber wenn es dazu kommen sollte, habe ich jetzt ja zwei Pistolen gegen drei Leute. Aber jetzt komme ich erstmal zu einer Schießerei dazu. Oh, jetzt muss ich mich aber beeilen. Dass ich da noch was abkrieg. Trotzdem jetzt hier nicht über den Damm laufen, weil mir das zu eng erscheint. Vielleicht kann ich sogar in den Turm hoch. Mal gucken. Schon eigentlich sehr weit weg dann. Ja, gar nicht so weit gucken. Aber so leicht erhöhter Winkel. Da könnte was bringen. Oh, Munition liegt auch da. Da huscht wer rum. Jupp. Ja, jetzt muss ich eigentlich woanders hingehen. Wie, jetzt ist Schluss, nur weil ich einmal geschossen habe. Ihr seid ja schöne Freunde. Jetzt habe ich zweimal geschossen.
schön alle Fenster kaputt gemacht. Das ist ein bisschen blöd. Aber sie ist ja da irgendwie rumgesneakt. Weil sie da wohl noch Kundschaft erwartete. Na gut, sie ist da in Deckung gestorben. Ja, eigentlich muss ich hier weg. Zweimal von hier aus schießen und dann immer noch da sitzen, ist halt wirklich ein Risiko. Wobei die halt jetzt auch nicht mitbekommen hat, dass ich von hier aus geschossen habe, deshalb. Ja gut, das ist auf jeden Fall wüstes Geschieße in der Kirche. Frage ist, ob ich da so unbedingt teilnehmen will. Komische Feuerrate, was ist das? Ist das Fanning? Eine Bornheim. Ja, ich gehe jetzt doch lieber mal in den einen anderen Turm rüber. Die liegt auch noch da. Ach, jetzt brennt da oben oder was? Nee, ich wechsle mal Position. Das ist mir zu risky. Wobei, eigentlich will ich da drüben in den Turm. Also wenn schon Türme. An denen sehe ich vor. Gut, da sehe ich sie natürlich nicht mehr. Ja. Wäre ich doch nur in meinem scheiß Turm geblieben. Wäre ich da nur drin geblieben. Der hatte mich nämlich auch nicht auf dem Schirm. Dann halt so. Okay, dann zünden sie immer noch Dinge an. Moonwalker. Diese Schwanke-Zombies machen mich immer ganz nervös. Tja, wer hat denn da jetzt zu wem gehört, sag mal? Will ich jetzt diese Dauerheilspritze eigentlich mal anwerfen? Ich will die halt nie verschwenden. Gut, die liegt noch da. Ich wüsste ja mittlerweile einfach gerne, wo dieser Boss ist. Finde ich wohl am ehesten da in Healing Waters raus. Clues sind da hinten.
Tja, gehe ich da wohl mal rein. Oder war das ein Doppelbornheim, was ich da so schnell hab schießen gehört? Ich weiß es nicht. Ey, rennt gerade einer nach hinten weg. Immer ganz dangerous hier hochsteigen. Ach, im Keller. Ja, Bornheim tatsächlich. Oh, ich bin viel zu nah. Trappeln denn da jetzt? Oh, jetzt irgendwas mit Feuer, das wäre geil. Ich glaube, dann zünde ich den draußen lieber an. Wobei, der war jetzt schon... war jetzt schon mal down. Kann ich nicht werfen. Er ist immer noch beschäftigt. Ja! Okay. Nice. Jetzt mal gucken, was er hat. Ja, Bornheim Match. Die habe ich wohl gehört. Die kannst du auch schön behalten. Ja, der hat geblutet und dann die Hive am Sack. Das war jetzt natürlich kritisch. Aber war's das jetzt hier? Also ich habe jetzt zwei Trios gekillt. Drinnen sind noch viele Sachen explodiert. Leute haben Dinge angezündet. Und Leute sind gestorben. 9 insgesamt. Also war an der Stelle klar, der Server ist leer. Und so konnte ich ganz entspannt Boss 1 machen, dann Boss 2 und dann zum Ausgang traben. Mit der Folge, dass ich wahnsinnige $4000 in dieser Runde verdient habe. War nämlich auch die erste Runde, die dieser Hunter an diesem Tag gespielt hat, also gab es einen 20% Bonus. So, und wie waren die Kills jetzt verteilt? Ich habe also aus 3 Teams jeweils einen gekillt und dann das noch verbliebene Trio. Und wenn euch das jetzt gefallen hat, dann hat wirklich alles in dieser Runde funktioniert. Also lasst gerne Daumen, Kommentare und Abos da und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video oder mal live auf Twitch. Ihr seid die Besten! Und ich bin der Fabian. Bis dann. Ciao.